Liebe Telefonschlampen, willkommen zu einer neuen Schicht hier bei dem kamikaze.de Hotlines. Es brennt alles aktuell ein bisschen, sieht nicht ganz so rosig aktuell aus. Ich gehe mal hier wieder auf Speed It Up, Man. Ja, voll gut, ne? Voll Speed, besser gesagt. Und ja, ich habe jetzt im Offline noch ein bisschen an den Urlaubsdingern rumgeschraubt und ja, ich denke mal, wir mussten aktuell sehr viele in Urlaub schicken, weil sehr viele schlecht drauf waren und ja, ich weiß auch gar nicht genau, was ich so machen soll. Ne? Aktuell läuft es nicht ganz so rund, ne? Aber ich denke mal, irgendwie werden wir das hinkriegen und müssen wir mal gucken. Aktuell sind unsere Janitors hier kräftig was am Schrubbern und Bubbern. Ich, ganz kurz kommen wir dann auch einen Kiosk oder so. Ein Relax-Raum hätte ich auch ganz gerne, weil der Relax kostet, glaube ich, 5.000, ne? Büros, Erholung, 5.000, dafür kaufe ich wieder einen neuen Aufzug, ey, sonst sind die Jungs hier noch schlechter drauf. So, freigeschaltet, 10 Stockwerke, cool. Würde ich gerne machen, aber irgendwie, ne, unsere Aufzüge reichen nicht mal eigentlich für 2 Stockwerke, insofern, naja. Okay. Ja, alle hier schlecht drauf, mit scheiß Aufzug und bla bla bla, ne. Ja, wir warten jetzt erstmal ab, was der Tag so bringt, ne, und insofern, ich glaube, wir könnten auch schon wieder hier so einen neuen IT-Fuzzi gebrauchen, ne? Denn hier seht ihr, das ballert alles wie nichts Gutes um die Ecke. Wieso ist der so scheiße drauf? 18 Tage eingestellt, so schön sauber. Computer Second Level bitte, okay. Obwohl, der ist eigentlich ganz gut, ne? Wenn ich noch einen in Urlaub schicke, ey, verdammte Axt. Bald habe ich keine Leute mehr, weil ich alle in Urlaub geschickt habe. Ja, das kommt natürlich dann entsprechend vor, ne? Und alles, was im Urlaub ist, macht natürlich aktuell keinen Umsatz für uns. Kein Umsatz heißt, ne, wir können nicht investieren. Nicht investieren heißt, ne, ja, wird alles ein bisschen schwerer, ne? Ich möchte so gerne meinen Aufzug hier updaten. Mann, Mann, Mann. Aber können wir irgendwie aktuell nicht, müssen wir halt warten, ne? Ja, bumm, da explodiert die ganze Scheiße wieder, ne? Okay, wie viel haben wir denn jetzt hier eigentlich am Rumexperimentieren? Das geht aber noch. Ah, da ist er schon wieder am Kloppen hier, ne? Wie heißt der, ne? Der gute Robin Reicher, ne? Ist hier, ne? Was denkt er denn so, ne? Verdammter Aufzug. Ja, der Aufzug. Die Aufzüge, ne? Das sind echt, das ist das große, der große Schwachpunkt hier im Spiel, ne? Weil, ne? Nicht im Spiel, sondern, ne? Hier bei der Agenten, ne? Weil die da irgendwie mal schlecht drauf sind, ne? Weil dauernd irgendwie, wenn du dauernd am Warten bist, ne? Stell dir vor, musst du pinkeln, ne? Kannst du nicht pinkeln, weil du entsprechend erstmal auf diesen verkackten Aufzug warten musst. Ist natürlich auch nicht schön, ich gestehe. Aber, ne? Ich brauche halt noch, ja, 4.000, um hier ein bisschen abzudaten, ne? Die Kacke. Oder sollen wir jetzt hier noch ein Büro einrichten? Lass mich mal kurz überlegen. Ich überlege. So, okay, wir haben zumindest hier 84 verloren. Aber gut, ich habe auch sehr viel jetzt im Urlaub geschickt. Mal ganz kurz gucken, ob hier einer... Aaron, ist der im Urlaub? Scheiße, wir müssen die echt wegschicken. Sonst sind die... nächsten Tag sind die weg, ne? So leid es mir tut. Ich muss hier nochmal ganz kurz durchklickern. Gut, der ist auf jeden Fall bald weg. Der gute Les natürlich auch hier. Ne? Wie lange ist der schon da? 10 Tage. Ja, fängt gerade an, sich ein bisschen zu amortisieren. Machen wir auch nochmal. Sonst so irgendeiner. Fuck, das war der falsche Knopf. Mitarbeiter. Ja gut, der wird gehen. Der gute Aurelio. Newton. Die im Negativ-Level sind, die kriegen sowieso keine Erhöhung. Kamikaze. Foster, wieso ist denn der? Ist doch schon länger da. Wieso ist denn der so schlecht? Ah ne, der ist auch erst ein Tag. Ja, okay. Nein, nein, Moment. Schließen, abbrechen. Gut. Komme ich gelegentlich nicht drum rum, das im Let's Play zu machen, liebe Leute, weil es dann wirklich notwendig ist und ich hatte noch jetzt keine Gelegenheit, auf die Kommentare einzugehen, beziehungsweise die umzusetzen, wo ich gefragt habe, wie es aussieht. Ne, sollen wir das offline machen? Wollte das gerne sehen, wie ich das mache. Weil ich halt immer noch in der gleichen Aufnahmesession bin und deswegen hatte ich noch keine Möglichkeit, darauf zu reagieren, liebe Leute. Naja. Okay, also ich bin ja ehrlich, ich bin schon ziemlich heiß auf diesen Aufzug, gestehe ich ehrlich, ne? Hätte ich gerne, ne? Und... müssen sie 2.000 zusammenkriegen. Ob sie das schaffen? Haben wir denn aktuell, sind wir wieder von viele von den Inbound weg? Einer. Komm, stellen wir mal ein. So, Kündigung schreiben. Wait, okay, das ist die Reinigung. Ist in Ordnung. Müssen wir jetzt erstmal mit leben. Ich will meinen Aufzug. So, ganz kurz mal gucken, Service für den Reinigungskraft. Da haben wir noch einen Platz. Komm, ne, weil aussehen muss es ja schon sauber, sonst sind die Leute wieder richtig kacke drauf. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
haben. So, Second Level ist ganz gut drauf. Okay. Das Spiel läuft nicht ganz so rund. Ich bin ehrlich, ich habe noch einen privaten Spielstand, wo ich schon über 20 Stockwerke habe, mit abgedateten Sachen und hast du nicht gesehen. Das lief da ein bisschen besser und aktuell wird es ein bisschen schwierig. Aber wir kriegen das hin. Liebe Leute, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass wir das auf jeden Fall irgendwie hinkriegen. Wir schaffen das, ne? Und nun ja. Primär ist echt dieser, Kündigungsschreiben. Newton EG, bla bla bla, gekündigt. Ich gehe, weil mir nicht erlaubt wurde, im Büro zu schlafen. Ja, das, da wäre ich auch gegangen. Also, das nicht erlaubt ist, stimmt, ne? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, wo man in einem Callcenter, wo es ewig bimmelt und bommelt und bammelt, da pennen kann, aber, ja nu, es gibt Ausnahmeerscheinungen und die kündigen dann gelegentlich gerne mal. So. Ja, hier seht ihr alles schlecht drauf, ne? Der ganzen Aufzug, scheiße, ne? Ja, ich glaube, das schaffen wir heute wieder nicht, ey, liebe Leute. Ja, sie ist hier noch schön was am Puscheln, ne? Er freut sich auch. Puscheltante, komm, aber mehr Puschel. Wir könnten ja noch mal einen Manager einstellen, nur, ne? Wenn die Leute eh schon schlecht drauf sind, dann hast du noch so einen Manager, der irgendwie versucht, dich auszupressen, dann kommst du ganz schlecht drauf. Und dann ist die Krankheitsquote vermutlich vorprogrammiert, denn, ne? Druck kann man nur bedingt ertragen und danach ist sie wieder ein Feierabend. Ne? Ich überlege, was machen wir denn, was machen wir denn, was machen wir denn, ey? Ich bin echt versucht, hier nochmal einfach ein Büro hinzusetzen und da mal 4 BOs einzustellen. Allein muss man zu zeigen, wie es aussieht. Ja. Okay, wir speichern, ja. Es wird Geld auch schon wieder weg, ne? Naja, okay. Ich denke mal, bin ja ehrlich, ich bin jetzt schon ziemlich heiß auf diesen verkackten Aufzug, da nochmal ein neues Ding dran zu ballern. Aber, naja, aktuell sieht's echt nicht so wirklich gut aus, ne? Deswegen, vielleicht investieren wir mal die nächsten 2500 tatsächlich in ein BO. Ich mische das eigentlich ungern, aber wir können das, können die Jungs dahinter ja verschieben. Allein, dass da vielleicht mal ein bisschen mehr Geld reinkommt. Denn aktuell sieht es echt nicht so wirklich gut aus. Ne? Ja, ich überlege. Ja, ich bin ein wenig ratlos, meine lieben Leute. Tja, aber... Ich weiß, es ist nicht gut, aber nicht zu ändern irgendwie. Ne? Da bimmelt es auf jeden Fall schon mal wieder. Schön, keine Anfragen aktuell, das ist gut. Mal gucken. Ich denke mal, ich glaube, den Aufzug kriegen wir aktuell unter der Drucklast sowieso nicht. Weil 4000, ne, die machst du halt nicht mal eben so nebenbei. Deswegen vielleicht dann doch mal echt ein neues Büro, ein neues Callcenter und da setzen wir einfach mal dann BOs hin. Mal gucken, was sie so machen. Hauptmann ist wieder gut besetzt. So, Arbeiter ist krank. Wer ist da schon wieder krank? Technik. Ich habe einen schlimmen Anfall von Montag. Ach, heute ist Montag. Ah, okay. Ja, Garfield hat auch mal Montag Schwierigkeiten. Ne? Naja, gut, Technik ist natürlich entsprechend immer scheiße, weil, ne, das sind die Schrauber hier, ne. Ihr seht auch gerade wieder ein bisschen viel am Qualmen hier, ne. Und wenn es qualmt, können die keinen Umsatz machen. Wenn die keinen Umsatz machen können, kommen wir nie zu unserem verkackten Aufzurollen. Naja, okay, müssen wir irgendwie durch, ne. Und ist ganz gut dabei. Aber wird das reichen, um ein neues Callcenter einzurichten? Ich weiß es nicht. Das Ding ist natürlich, wenn wir so ein BO wirklich einrichten, glaube ich, schaffen wir gar nicht. Dann müssen wir nämlich auch noch mehr Second Level einstellen, weil die BOs schreien auch gerne mal nach Second Level. Okay, kriegen wir vielleicht doch hin, das Büro. Machen wir. Kriegen wir doch nicht hin. Naja, auf jeden Fall haben wir so unseren Outbound geschafft. Inbound ist keiner mehr da. Ja, ich denke mal, wir sollten vielleicht tatsächlich noch ein Büro einrichten. Dann stellen wir uns dann da auch mal einen Personalmanager ein. Dann können wir nämlich vor allen Dingen die Schichten mal ändern. Dann können wir ein paar nämlich in die Spätschicht schicken. Dann ist es mit den Aufzügen nicht ganz so schlimm und haben wir denn eigentlich... Moment, ja, es ist
jetzt nicht die Welt, aber auf jeden Fall grüne Zahlen gemacht, das ist schon nicht ganz schlecht. Können wir denn jetzt hier eigentlich mal ganz kurz mal gucken? Büropersonal, Personalmanager. Ja, den setzen wir mal hier hin. Krankenhaus. Die stelle ich ein und ist gleich krank. Ne, ich dachte auch schon gerade. So, der hat Tyrotoxismus. Okay. So, wo haben wir die jetzt eingestellt? Verdammte Axt. Personalaufmanager. So, da müssen wir auch auf jeden Fall hier, ne? Volle Lotte hoch, denn ne, die sitzt nicht im richtigen Büro. Und deswegen, das Coole ist, dann können wir nämlich jetzt auch ein paar Schichten mal verändern. Wir können jetzt zum Beispiel hier mal. Ach, da sitzt der Hausmeister drin. Verdammte Axt. So, sollen wir das Outbound, aber Outbound an für sich nicht wirklich gut ist, um da eine Spätschicht draus zu machen. Wir nehmen hier mal das. Okay, Gehalt, okay. Wir machen jetzt hier mal Zeitplan ändern und machen den mal auf Spätschicht. Ihr seht, Spätschicht geht das gar nicht. Das wird auch erst auf morgen dann umgesetzt, ne? Zeitplan ändern. Okay. So, dann kommen die auf jeden Fall morgen schon mal ein bisschen später. Zeitplan ändern. Das dann zwar erst alles ab morgen, aber Krankenhaus. Wer ist denn hier schon wieder krank? Daniel, um ehrlich zu sein, ich habe einen Kater. Kann vorkommen. Okay. Ja, gucken wir mal, was jetzt so kommt. Ne, ob wir unser neues Callcenter hier noch hinstellen können, ne, oder auch nicht. Ne? Aktuell sieht es nicht wirklich danach aus. Es purzelt zwar so ein bisschen nach oben, aber ja, die sind die alle sauer hier wegen der Aufzugsschande. Ne? Level 2, okay. Ja, neues Callcenter wird schwer, ne? Schwer, schwer, schwer. Ne, ich glaube, das packen wir heute nicht mehr. Aber gut, der Outbound ist noch nicht abgekaspert. Das heißt, da ist noch ein bisschen was zu holen. Vielleicht schaffen wir es doch. Aber hier qualmen auch schon wieder super viele Rechner, ne? Und auf Dauer werden wir auf jeden Fall noch ein, weißt du was hier, ey. Obwohl, die Jungs machen eigentlich haben die wenigsten Probleme mit Aufzügen. Ne, ich glaube 2500 packen wir nicht mehr. Obwohl, es ist noch was da, ne Jungs, ihr könnt's. Wieso habt ihr das nicht gepackt, Freunde? Ich glaube, das kriegen wir nochmal sogar einen Malus da. Hä, sind denn da so viele krank oder habe ich dann irgendwie, Moment, Outbound? Es war alles besetzt. Okay, der ist auf jeden Fall krank. Kranker. Krank. Viele Kranke. Nicht so gut. Nicht so gut, liebe Leute. Das ist irgendwie nur, weiß ich auch nicht. Okay, wir haben zumindest keine Strafe gekriegt. Haben zwar echt hier 88 Dinger verloren, aber ja nun gut. Ja, wir speichern das mal. Und dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier nochmal ein bisschen Geld zusammenkriegen. Dann machen wir hier doch nochmal ein BO-Callcenter, in der Hoffnung, dass wir uns dann hier zumindest erstmal den zweiten Aufzug leisten können, denn das ist wirklich elementar. Und natürlich brauchen wir noch ein IT-Personal. Ihr seht, hier qualmt schon wieder einiges an Rechnern. Das ist übrigens auch beim Update so, ne? Wenn wir das Büro updaten und da die Flatscreens stehen, die ballern genauso zahlreich in die Luft wie die normalen Röhrendinger auch. Ich hätte gehofft, ne, dass wenn du dann die Rechner updatest, dass das dann so ist, dass dann das ein bisschen weniger explodiert, ne? Ist aber leider nicht so. Und insofern, naja. Okidoki. So. Kommt, ihr kleinen Agenten, seid tapfer und geht wieder ans ZZ und ja, vor allen Dingen auch, Moment, lass mal ganz kurz gucken. Wir hatten noch irgendwo einen ITler. Reinigung, IT. Da machen wir jetzt auch nochmal den Zeitplan anders. Ändern. Und damit wir dann in der Spätschicht auch jemand da haben, der da die Rechner reparieren kann. Ne? Weil was nützt die Spätschicht, die dann da sitzt und dann der Rechner kaputt ist und du hast keinen, der gegentrampelt. Ne? Weil selbst trampeln können sie nicht. Ne? Und insofern ja, müssen wir mal gucken. Ne? Deswegen müssen wir auch noch vor allem einen ITler in die Spätschicht packen. Ne? Damit das halt, ne? Ihr seht, das ist hier ein bisschen leerer, ne? Weil ich die alle, ne, in die Spätschicht geballert habe. Einer mit aber das krank. Na, wer ist krank? Wer ist krank? Wer ist krank? Boyd. Ich schäme mich wegen meines furchtbaren Akzentes.
So ein komischer Akzent. Ja, scheiße. Nun ja, mit Akzent ist nicht zu spaßen, liebe Leute. Ne? So, Kündigung schreiben. Darwin hat gekündigt. Ja? Darwin, ne, will wahrscheinlich über den Darwinismus erforschen und hat gesagt, man hat keinen Bock mehr drauf. Ne? Das ist natürlich nicht gut. Ne? Ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Level 2. Okay, aber die Streue sind relativ, ne? Müsste auch durchkommen. Naja, hier durchgestellt, genau. Stellt aber ganz schön oft durch, ne? Jungs. Na gut, Level 2 ist halt eine wichtige Sache, ne? Und insofern. Ja. Ja, jetzt sind hier, ne, unsere neuen Agenten, ne? Neue Schichteinteilung, ne? Dann kommt das Geld auch ein bisschen später noch rein. Das ist auch eine gute Sache, ne? Und, naja. Aktuell, ne? Wir brauchen noch 1000 Pfeifen, dass wir ein neues Skullcenter hinballern können. Dass wir dann wirklich mal mit Outbound bestücken. Weil BO-technisch, denke ich mal, Kamikaze. Was? Foster hat gekündigt? Mein Chef hat den Hund verloren, den ich ihm geschenkt habe. Okay, liebe Leute, das ist ein guter Grund. Ne? Stell dir mal vor, hast einen Chef, ne? Schenkst ihm einen Hund und der verliert ihn. Ne? Sei da wahrscheinlich erstmal echt geknickt, ne? Kann ich verstehen, ne? Aber ja nun. Ja. Gut, liebe Leute, dann gehe ich jetzt hier mal, ne, auf Pause und so. Ne? Diese Folge ist beendet. Ich werde jetzt noch mal ein kleines Aufnahmepäuschen machen. Und ich denke mal, das nächste Ziel wird sein, hier ein neues Callcenter reinzuballern, dass wir damit BO erstmal bestücken. Das wird auf Dauer nicht so bleiben, denn ich möchte schon gerne alles getrennt voneinander haben, sprich einzelne Tower für jeden Bereich. Nur BO bzw. Outbound ist nicht so wirklich groß, der Bereich. Deswegen teilen wir das dann erstmal und wir gucken mal. Gut, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß an der Sache und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne. Abonnieren. Liebe Leute, euer Spielkind 45 sagt auf Wiederhören.